So, meine Freunde, weiter geht es mit Hearts of Iron 3 und der World War 1 Mod. Wir haben letztes Mal sehr viel Fortschritt in Mexiko gemacht. Und ja. Natürlich ist das Let's Play bald vorbei. Das sieht man auch. Ja, das Let's Play ist halt bald vorbei. Was soll ich dazu sagen? Es hat mir persönlich Spaß gemacht. Und war auch interessant zu sehen, weil ich normalerweise ein total schlechter Spieler bin. Natürlich ist das hier auch auf sehr leicht und mit Arcade gespielt, aber trotzdem, ich bin ein sehr schlechter Spieler. Deswegen ist es überhaupt mal ein Fortschritt für mich, dass ich einen so großen Teil der Welt ohne Cheats erobere. Ich habe schon ein nächstes Let's Play geplant. Das wird dann etwas komplizierter. Aber ich werde das Ganze dann nochmal in dem Video vom nächsten Let's Play etwas mehr erläutern. 99%. Das ist nicht wirklich euer Ernst, oder? Naja. Das heißt wenigstens, dass wir nicht beide erobern müssen, sondern nur einen. Partisanen. Und die Wetterkarte. Können wir ja schauen, wo es heute schneit. Kurze Unterbrechung gerade eben, da mir das Spiel abgestürzt ist. Und jetzt geht es weiter. Im Video ist es natürlich dann so, als wäre fast gar nichts gewesen. Aber um genau zu sein, bei mir ist es jetzt schon der nächste Tag, an dem ich das hier jetzt aufnehme. Aber ja. Das ist halt so. Was soll ich dagegen machen? Ja. Wie sieht das jetzt aus mit den Siegpunkten? Einen müssen wir noch erobern. Der ist am 23 Uhr, 20. April. Beide 23 Uhr. Weiter forschen können wir. Und zwar würde ich da dann gerne die Leichenpanzer forschen. Ein bisschen was an Pionieren. Sonst brauchen wir eigentlich nichts, oder? Ja. Ich wollte nachschauen, Produktion. Ich weiß immer noch nicht, wie man hier bitte das Giftgas einsetzen soll. Aber das macht ja nichts. Wie sieht das aus? Wir verschwenden unsere Industriekapazität. Habe ich jetzt? Ja. Jetzt sind, glaube ich, einige Flugabwehrgeschütze fertig geworden. Jep. Natürlich werde ich
die an der mexikanischen Grenze aufstellen. Weil ich auch vorhabe, hier dann in Amerika, also in die Vereinigten Staaten von Amerika einzurücken. Aber erst sobald ich den Rest der Entente vernichtet habe, werde ich mir die Vereinigten Staaten schnappen. Und weil ich weiß, dass sich das wahrscheinlich nicht mehr ausgeht, werde ich dann noch hier Flugabwehrgeschütze platzieren. So. Ja. Das sollte einigermaßen gut aussehen. Und der letzte Siegpunkt ist gefallen. Die kommen zu spät an. Ja. Die kommen zu spät an. Mexiko wird kapitulieren. Nein, das mit der Marionette passt mir. So. Das war Mexiko. So. Die müssen jetzt hier raus. Und jetzt erstelle ich hier nochmal ein ganz neues HQ. Aber was ist da dann bitte noch mit? Hä? Was zur Hölle? Ach ja. Die bringen wir gleich dahin. Und das war dann Kolumbien. Ja, toll. Aber wir kommen erstmal da raus und in die zweite Invasionsarmeegruppe. Und die kommt ins Nordamerika Theater. Und jetzt schicke ich dann gleich alle Truppen, sobald wie möglich, an die amerikanische Grenze. Aber das kann noch dauern, denn ich muss zuerst mal hier jetzt. Ich will mit den USA keinen Krieg anfangen, bevor die Entente gefallen ist. Was heißt, ich werde dann ja erstmal Chile vernichten, dann hier noch Bolivien und dann Paraguay. Und dann war's das, dann ist eigentlich auch schon die USA dran. Und das vierte Korps kommt dahin. Dritte Korps kommt dahin. Das erste Korps ist hier unten. Ein Korps muss es noch geben. Das zweite, das kann sich hierhin bewegen. Und jetzt sollte sich auch jeder hier bewegen. Gut. Ist Siam
Ja. Siam ist letztendlich auch gefallen. Dann schicke ich jetzt alles mal dahin. Was ist jetzt eigentlich mit Frankreich? Ach ja, stimmt. Da war ja was. Da war ja was. Natürlich hätte ich aber gerne noch Flugabwehrgeschütze hier auf dieser Insel. Falls jetzt irgendein Pro-Gamer von Hearts of Iron zusieht, dann würde sich auch denken, oh mein Gott, was platziert der da so viele Luftabwehrgeschütze? Zumindest habe ich das Gefühl, weil ich bisher noch in gar keinem Let's Play gesehen habe, dass irgendwer irgendwo wirklich Flugabwehrgeschütze aufgestellt hat. Und das ist dann halt typisch für mich, dass ich dann total übertreibe. Warum können die nicht in... Was? Oder liegt es daran, dass sie noch Verzögerung haben? Die sind einfach zu fett. 245. Die sind tatsächlich zu fett. Ja. Toll. Die sind zu fett und deswegen kann ich jetzt nicht die Hakus mitschiffen. Oh Gott, das ist ja toll. Dann schicke ich halt vorerst mal die ganzen Cores dahin. 2. Ja. Ja. Und 5. Ja. Ich glaube, so langsam passt es dann auch. Ich weiß nicht, was jetzt... Ach, Upgrades werden jetzt schon wieder fertig. Aber wir produzieren ja noch massiv Zeppeline. Die USA wollen uns jetzt Angst machen anscheinend. Was geht da die ganze Zeit mit den Upgrades? Die gehen ja verdammt schnell. Oh, das kann noch dauern. Das ist die erste Invasionsarmee. Das ist die erste Invasionsarmee-Gruppe. Und das hier, das Mexiko hat Kuh. Ja,
sind die dann wenigstens da. Gut. Dann kann eine Flotte da nach unten. Und eine andere nochmal hierhin. Währenddessen müssen sich die Hakus hier aufstellen. Also die Kors. Und das heißt, ein Kor da. Ein Kor da. Ein Kor da. Und ein Kor da. Ja. Upgrades werden jetzt erstmal massiv fertig.